automatischen Defibrillator, so wie sie im ganzen Allgäu verteilt an verschiedenen öffentlichen Plätzen installiert sind. Die Bevölkerung ist aber sehr, sehr wenig darüber informiert, wie diese Dinge genau funktionieren. Und das würde man jetzt gerade mal vormachen. Also das ist so ein Vollautomat. Die hängen an verschiedenen Geschäftsstellen und überall und sind eigentlich sehr einfach zu bedienen. Auch wenn man dann einen Notruf absetzt über die integrierte Leitstelle, wird man am Telefon bereits schon informiert, wo in der nächsten Nähe so ein Defibrillator hängt. Somit fangen wir jetzt an. Wir haben hier eine bewusstlose Person, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat und somit mit einem Vollautomaten versucht wird, sie jetzt wieder in einen Herzrhythmus zu bringen. Und ja, das haben wir jetzt gemacht über die 112. Den Oberkörper haben wir frei gemacht von der Person. So. Dann haben wir hier die Elektroden. Jetzt kleben die Elektroden, somit analysiert dieser Defibrillator, was an diesem Patienten los ist. Patienten nicht berühren. Schocktaste drücken. Schock abgegeben. Der Patient kann wieder bewusst werden. Wir machen als Ersthelfer so lange die Herzdruckmassage weiter, bis Fachpersonal da ist und uns sagt, wenn eine Reanimation abgebrochen werden muss. Man macht immer 30 Herzdruckmassagen und 2 Atemspenden im Wechsel. So. Der Defi analysiert immer wieder während der Reanimation, ob sich an dem Patienten was verändert. Und wenn der Patient wieder einen Herzrhythmus hat, dann wird abgebrochen und der Patient in die stabile Seitenlage gebracht. Ist es so, dass der Patient keinen Herzrhythmus hat, wird immer im wiederholten Fall diese Herz-Lungen-Wiederbelebung mittels des Defis weitergemacht. Also man braucht vor diesen Geräten keine Angst zu haben, da das Gerät jede Handlung ausgiebig sagt und auch dieser Defi eine integrierte Software hat, der im Kontakt durch die Elektroden immer schaut, was oder abmisst, was im Patienten vorgeht. Somit kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Keine Angst vor diesen Defibrillatoren und auch bitte immer gucken, wo die Dinge stehen, weil im Notfall findet man sie dann meistens nicht. Defibrillatoren sind an verschiedenen Plätzen, öffentlichen Plätzen, wo sie ja immer unter Beobachtung sind, oder aber auch in Geschäften, wo sie dann aber verblombt sind bzw. verschlossen sind und nur durch über einen Notruf, über die 112, dann über die integrierte Leitstelle dann freigeschalten werden. Somit hat man jederzeit Zugang zu diesen Geräten und beugt am Vandalismus vor. Was natürlich sehr, sehr schade ist, wenn ein Gerät nicht immer zur freien Verfügung steht, vergeht natürlich wertvolle Zeit, dass man den Zugriff dann gewinnt. Mut zu dieser Defibrillation bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand in der Öffentlichkeit.